Wir schauen heute einmal hinter die Kulissen bei der Arbeit der Zeitnahme. Dafür sind wir hier bei Annette und Doris. Annette, bevor der Puck zum ersten Mal aufs Eis fällt, seid ihr ja schon ein ganzes Stück vorher hier. Was müsst ihr alles davor machen, bevor das Spiel losgeht? Das ist richtig, Doris und ich. Wir sind 2 Stunden vor Spielbeginn, sind wir schon hier. Und wir bereiten den Spielbericht vor, damit das Spiel dann laufen kann quasi. Das heißt, wir drucken die Mannschaftslisten aus, geben die jeweils an die Betreuer der beiden Mannschaften, damit die uns die Aufstellung ausfüllen können. Und mitsamt der Blöcke und allem, wer alles spielen darf, wer spielberechtigt ist. Und tragen das dann in das Programm ein, das dann auch als Live-Ticker auf der Homepage von der DEL2 übertragen wird. Und während die Doris, die meistens diejenige ist, die nach unten geht und mit den Mannschaften dann den Kontakt hat, also sprich das alles abgibt, bin ich dann diejenige, die das oben anfängt einzutragen, sobald sie es dann hochgebracht hat. Ja, das ist so das, was wir vorher machen. Dann geht die Arbeit ja auch, sage ich mal, weiter während dem Spiel und auch nach dem Spiel. Doris, was müsst ihr dann alles während dem Spiel machen? Also vielleicht erstmal noch vorm Spiel, da wir Corona haben, müssen wir die Hygiene Protokolle der Mannschaften noch mitholen und alles muss dann auch wieder ausgedruckt werden, was wir eingegeben haben, muss an die Mannschaften zurück und natürlich auch an die Schiedsrichter. Also wir sind auch in ständigem Kontakt mit den Schiedsrichtern. Mhm. Und das geht vorm Spiel los, indem man auch guckt, ob die überhaupt da sind. Weil wir hatten auch schon Spiele, wo die Schiedsrichter nicht kamen, später kamen oder sonst irgendwie. Also es gehört auch noch dazu. Die Uhr muss aufgebaut werden, muss kontrolliert werden, ob sie geht. Wasser und Pucks und Tücher müssen alles auf die Strafbänke. Also da gucken wir auch alles mit. Ja, und während dem Spiel, vielleicht noch die Statistikbögen ist noch ganz wichtig. Das ist ja ganz wichtig geworden. Die müssen auch geschrieben, ausgeteilt werden und das muss in den Drittelpausen dann auch eingetragen werden von uns in den Spielbericht. Mhm. Während dem Spiel müssen die Tore erfasst werden, die Torschützen, die Assistenten, die Strafzeiten, eventuell Zusatzmeldungen, Penaltyschüsse, Torwartwechsel, Auszeit, Powerbreak, was so alles dazu kam die letzten Jahre. Ja, das ist so während dem Spiel alles zu tun. Und was macht ihr dann danach? Naja, alles erstmal wieder wegräumen. Und den Spielbericht dann letztendlich vervollständigen. Oft kommen die Mannschaften und haben nochmal Wünsche, weil irgendwas falsch von den Schiris oder nicht so gesehen wurde, wie sie es sehen. Das wird noch geändert, die Schiedsrichter gucken noch drüber. Normalerweise kriegt man auch die Zuschauerzahl noch ein. Die Zuschauer werden noch eingetragen, ganz genau. Dies Jahr nicht, leider. War nur am Anfang der Saison. Ja, und dann wird das Ganze ausgedruckt. Die Zusatzmeldungen werden fertig gemacht. Und dann müssen alle Mannschaften das unterschreiben und die Schiedsrichter und wir. Und dann wird das alles nochmal kopiert und dann noch wieder an die Mannschaften zurückgegeben. Und wir müssen das alles einscannen und an die DL2 mailen. Ja. Das ist ja eine ganze Menge, die ihr hier machen müsst. Euer Team ist ja auch noch ein bisschen größer. Wie viele Leute seid ihr am Spieltag? Also wir sind so circa 12 Leute. Wir brauchen für... Also wir zwei sind da als Punktrichter, dann haben wir eine Zeitnehmerin, haben einen also für die Strafzeiten, dann zwei für die Strafbänke, einen Sprecher, dann einen für den Videobeweis und drei Statistiker brauchen wir immer. Sind das dann immer die gleichen Personen mit den gleichen Aufgaben oder kann das auch mal variieren? Also eigentlich sind es die gleichen Personen mit den gleichen Aufgaben. Wenn natürlich irgendjemand krank wird oder beruflich oder andere Weise verhindert ist, wir machen das alle ehrenamtlich hier, dann springen wir ein, wo es geht. Also ich sag mal so, ich mache alles außer Sprecher. Und die Annette, ja. Und wir haben so schon so feste Vertretungspersonen auch, weil gerade Video ist auch nicht so ganz einfach. Der Videobeweis, da ist dann einer, der dann vertritt eigentlich. Ihr macht das beide ja nicht erst seit gestern, sondern schon ein bisschen länger. Wie lange seid ihr denn dabei? Also ich bin 38 Jahre dabei. Ich bin seit 11 Jahren an der Zeitnahme dabei. Und ihr habt ja bestimmt schon viele Sachen miterlebt, bestimmt auch Momente, die euch ja Gänsehaut bereiten. Was gibt's denn da für Momente, die ihr gerne mit uns teilen möchtet?
Also auf jeden Fall zählt dazu als Highlight der Aufstieg in die DEL2. Das war echt der Wahnsinn, die Saison. Das war super. Kann man nicht anders beschreiben. Ja, das kann ich auch nur sagen, zumal in dem Jahr auch mein Sohn noch bei den Juniorenmeister wurde, deutscher Meister. Also das war so ein Doppelding. Aber auch wir hatten hier ein Länderspiel, das war auch so ein Highlight gegen die Tschechei. Und natürlich das Winterderby. Also das war zwar nicht hier, aber in Offenbach, und ich fand das ganz toll. Und wir hatten mal ein Spiel, das erst um Mitternacht hier angefangen hat. Das werde ich auch nie vergessen. Da waren wir bis um 3 hier und morgens ging es dann mit dem Nachwuchs wieder los, um 6 wieder im Bus gesessen. Also das war auch so ein Highlight. Was war das für ein Spiel? War es ein DEL2-Spiel oder ein anderes? Nee, ein Oberligaspiel, aber ich weiß auch nicht mehr, welche Saison. 2003, 4, 5 irgendwie darum. Nee, da war Schneechaos und die Mannschaft kam zu spät. Und wir wollten schon alle nach Hause und die Liga hat gesagt, nein, das Spiel muss stattfinden. Und dann hat Radio FFH und HR3, die haben noch Werbung gemacht, so kommt alle nach Nauer ins Stadion, wenn ihr nichts mehr zu tun habt. Da könnt ihr kostenlos Eishockey gucken. Ja, bis um 3 morgens. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass wir zusammen noch ganz viele tolle Momente hier bei den Roten Teufeln erleben dürfen. Euch auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für eure Arbeit und auch für das Interview, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und dann freuen wir uns jetzt gleich auf das Spiel EC Bad Nauheim gegen die Heilbronner Falken. Die ersten 20 Minuten sind rum. Aus Sicht der Roten Teufel steht es 1:2. Bei uns ist jetzt Yannick Valenti. Yannick, du hast den ersten Treffer für Heilbronn in der 8. Minute geschossen. Kannst du uns die Situation noch mal beschreiben? Ich glaube, wir hatten ein defensives Bulli, haben die Scheibe über die Bande rausgebracht. Chevy hat super Arbeit gemacht, an der Bande die Scheibe rausgebracht. Ruck die Scheibe genommen, wir haben 2:1 genommen. Ich bin hart zum Tor gegangen, habe die Scheibe auf den weiten Pfosten gekriegt und dann war sie glücklicherweise für uns drin. Es ist ja ein relativ zweikampflastiges Spiel. Schafft man das dann noch 40 Minuten so durchzuhalten, wenn es weitergeht? Ja, ich meine, natürlich ist es Kräftezehren, aber wir sind froh, dass wir spielen können, auch wenn wir jetzt in diesem Rhythmus sind. Klar ist es kräfteraubend, diesen Zweitagesrhythmus zu gehen, aber wie ich schon gesagt habe, wir sind einfach alle froh, dass wir spielen können. Und deswegen versuchen wir jede Minute, die wir auf dem Eis sind, zu nutzen und einfach alles rauszuholen, was wir jetzt in den letzten Monaten, wo wir nicht spielen konnten, mehr oder weniger aufgespart haben. Was wird für euch jetzt noch besonders wichtig in den letzten 40 Minuten? Ich denke einfach, dass wir von der Strafbahn wegbleiben müssen. Wir geben Nauheim viel zu viele Möglichkeiten, zurück ins Spiel zu kommen mit den blöden Unterzahlsituationen, die wir jedes Mal haben. Und ansonsten einfach unser Spiel weitermachen, einfach Druck machen, Scheiben aufs Tor bringen und souveränes Auswärtsspiel spielen. Dann vielen lieben Dank. Danke. Das zweite Drittel ist gespielt. Für die Roten Teufel steht es jetzt 4:3. Zweimal traf Christoph Körner und einmal Cason Homan im zweiten Drittel. Und für die Heilbronner Falken traf Yannick Valenti. Bei uns ist jetzt Kelsey Tessier. Kelsey, how would you describe this game so far? This game, I think it's there's too much back and forth right now. I think the only reason why the other team's in the lead is because there's too many outman rush. We just got to make sure we have three guys back. The F3's got to be back. But look, we're battling right now. The positive is that we're up one goal up going in the third, and we just need to keep battling like that. What is going to be important during the last period? Last period is just stick to our system. We got to make sure we play behind their D. We hit them, we play simple, and a lot of shots on nets. But that F3, the guy needs to be high, make sure he covers our Ds, and Bicky's going to stand tall there for us. Okay, thank you. Danke.